Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem ersten Vortrag in der Reihe Studium Generale, das Ländle im Wandel, Herausforderungen für die Wirtschaft. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Auch dieses Semester wieder online. Wir hatten es im Vorgespräch, das war offensichtlich eine gute Entscheidung, das in diesem Format zu belassen. Mein Name ist Fabian Diefenbach, ich bin Prorektor an der Hochschule Esslingen. Ich werde meine Einführung ganz kurz halten, denn wegen mir sind Sie heute Abend nicht eingewählt und dann freue ich mich gleich, unseren Gast vorstellen zu dürfen. Kurz zum Ablauf. Wir haben ungefähr 30 Minuten an Präsentationen, bei der wir zuhören können und danach die Möglichkeit, in die Diskussion zu gehen. Das Ganze machen wir über den Chat. Sie müssten, je nachdem, über welches Gerät Sie eingewählt sind, unten rechts oder über den entsprechenden Button die Möglichkeit haben, eine Chatnachricht zu schicken. Dort schicken Sie bitte Ihre Fragen direkt an mich. Außerdem würde ich gerne testen, ob das funktioniert. Und mich würde interessieren, von wo aus Sie sich eingewählt haben. Also die Bitte, nutzen Sie das Chatfenster schon mal und teilen Sie uns mit, von woher Sie kommen. Am Ende der des Vortrags gehen wir, wie gesagt, in die Diskussion. Auch da können Sie dann noch weitere Fragen stellen. Ansonsten müssten alle Mikros und Videos ausgeschaltet sein, sodass wir das entsprechend über den Chat machen. Das Ländle im Wandel. Wenn ich den Titel heute nochmal neu wählen dürfte, wir haben das Ganze im Sommer festgelegt, dann müsste es natürlich The Land im Wandel heißen. Wir haben jetzt aber sind beim Ländle geblieben. Das passt weiterhin. Das Ländle im Wandel, Herausforderungen für die Wirtschaft. Was wir uns überlegt haben, ist unsere Vortragsreihe, unsere öffentliche, dient ja dazu, unseren Studierenden an der Hochschule Esslingen eine Perspektive zu eröffnen, über das eigene Fachgebiet hinaus Themen mitzubekommen, eine Inspiration zu bekommen, wo es auch nach dem Studium hingehen kann und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit geben, für die interessierte Öffentlichkeit zu uns an die Hochschule zu kommen. In diesem Semester zumindest virtuell. Dazu haben wir nun ganz verschiedene hochkarätige Referentinnen und Referenten gewinnen können. Das Programm finden Sie auf unserer Webseite, haben es vielleicht auch schon gesehen, aber nur um Auszüge zu nennen. Wir sprechen noch über den wichtigen Wirtschaftsfaktor der Automobilwirtschaft, wie dort der Wandel gelingen kann. Wir haben Referenten von der IHK Stuttgart gewinnen können, wie der Wandel in der Stuttgarter Region funktioniert. Wir beleuchten das Thema Notwendigkeit zum Wandel in der Wirtschaft aufgrund der Klimakrise und haben als letztes in diesem Semester noch die Arbeitsdirektorin von Bosch gewinnen können, die uns zum Thema Vielfalt als Innovationstreiber und als Treiber für den Wandel einen Vortrag halten wird. Heute allerdings freue ich mich, Alicia Lindner begrüßen zu können, selbst Enkelin der Gründerin der Birlind GmbH. Und sie wird uns berichten zum Thema von der Traditionsmarke zur Love Brand, nachhaltig erfolgreich mit entsprechenden Beispielen. Ich möchte aber gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich eingewählt haben, dass Sie sich heute Abend Zeit nehmen und freue mich im Namen aller auf den entsprechenden Vortrag. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung und Einleitung, Herr Diefenbach. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und was zu unserem Familienunternehmen erzählen darf, was, glaube ich, ganz gut passt zum Wandel in Ländle. Habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Ihr könnt es als Impulse verstehen. Genau, mein Thema heute ist von der Traditionsmarke zur Love Brand, wie gesagt, einmal als Impuls verstehen, was ich euch mitbringe. Im Anschluss haben wir noch die Zeit für Diskussionen und für Fragen. Das heißt, da gerne alle Fragen stellen, die unterwegs aufkommen. Was sind die Ziele des heutigen Impulsvortrags? Erstmal, welcome to our Love Brand Lounge. Ich erzähle euch ganz viel zum Thema Love Brand. Dazu muss man aber erstmal verstehen, was ist denn überhaupt unsere Brand Heritage, wie so schön auf Neudeutsch heißt. Was ist überhaupt eine Love Brand? Wird man das eigentlich? Und danach gibt es noch Zeit für eure Fragen und Antworten. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin heute dafür,
eigentlich wie immer für zwei Marken für uns in unserem Portfolio. Die eine Marke ist Annemarie Berlin, Natural Beauty. Die zweite Marke ist Dadosense, Derma Cosmetics. Heute geht es überwiegend, nee, eigentlich nur um die Marke Annemarie Berlin, zu der ich heute euch ganz viel erzählen darf. Wer bin ich? Mein Name ist Alice Lindner. Rechts im Bild neben mir steht mein Bruder Nikolaus Lindner. Wir beide teilen uns die Geschäftsleitung seit Januar 2020. War natürlich ein ideales Timing, um einzusteigen. 2 Monate später kam die Corona-Pandemie. Glücklicherweise sind mein Bruder und ich schon seit 2013 bzw. 2014 im Unternehmen und sind als Trainees eingestiegen und haben in verschiedenen Positionen das Unternehmen durchlaufen. Heute teilen wir uns die Geschäftsführung. Ich bin zuständig für die Vertriebe, für die Finanzen und für unser Private-Label-Geschäft. Mein Bruder verantwortet alles andere, was man braucht, um Naturkosmetik herstellen zu können und vertreiben zu können. Sprich, das ist der Einkauf, das ist die Produktion, die Fertigung, Logistik, Marketing, HR, um nur ein paar Themen zu nennen. Ich bin 32 Jahre alt und glückliche Mutter von 3 Kindern. Meine Kinder sind 1, 2,5 und 4 Jahre alt. Ich habe auch mal studiert, bevor ich in unser Familienunternehmen eingestiegen bin. Ich habe meinen Bachelor an der Zeppelin-Universität gemacht im BWL, Politik und Kommunikation. Damals auch schon mit einem Schwerpunkt auf Markenstrategie und Markenpsychologie. Und war dann 2 Jahre in München in der Markenstrategieberatung und habe da gearbeitet. War ich ein halbes Jahr auf Weltreise, damals, als es noch so einfach ging. Und bin dann nach Schottland, habe da meinen Master gemacht, St. Andrews und dann, wie gesagt, ins Familienunternehmen eingestiegen. Thema Brand Heritage, Familientradition seit 1947. Hier steht es. Meine Großmutter Annemarie Lindner, seht ihr auf den Bildern links und in der Mitte, hat im Jahr 1947 bereits angefangen, Naturkosmetik selbst herzustellen. Sie hatte als Anfang 20-Jährige ganz schlimme Spätakne. Das hat ihr geholfen. Damals waren die Wunder der Chemie sehr en vogue und das hat bei ihr überhaupt nicht funktioniert. Deswegen hat sie gesagt: Hey, ich brauche eine eigene. Ich rühre mir die Kosmetik selber an. Das scheint ihr das vielversprechendere zu sein. Aus Kräuterextrakten hat sie Naturkosmetik hergestellt. Sie ist dann 1959 mit meinem Großvater aus der DDR geflohen und hat dann 1959 hier in Kalf, in Schwarzwald, wo wir bis heute sitzen, die Berlin GmbH gegründet. Mein Vater hat das Unternehmen über 40 Jahre weitergeführt. Damals war die Familie Börner auch noch mit dabei. Da kommt auch der Name Berlin, setzt sich zusammen aus Lindner und Börner. Und Annemarie war der Vorname meiner Großmutter. Wir hatten 2019 60. Firmenjubiläum. 2020 dürfen mein Bruder und ich, den ihr nochmal rechts im Bild seht, das Unternehmen weitergründen. Einmal in Zahlen, beziehungsweise ich fange mit dem Bild an. Ihr seht auf dem Bild Aufnahme von unserem Unternehmen von oben. Wir sind tatsächlich direkt im Schwarzwald, wie ihr seht. Sind wir schon auf Wohngebiet und Schwarzwald. Direkt hinter uns fängt der Schwarzwald an. Seit 1959 sitzen wir hier. Mittlerweile sind wir mehr als 240 MitarbeiterInnen, das gegenderte Innen. Wir haben über 4000 selbst entwickelte Rezepturen. Unserer eigenen Forschung und Entwicklung hier am Standort in Calw. Auch die Produktion ist komplett hier. Hat einen ganz einfachen Grund. Wir verwenden für unsere Naturkosmetikprodukte unser eigenes Tiefenquellwasser. Und die Quelle ist eben hier am Standort im Garten sozusagen. Und das ist in der Kosmetik ganz wichtig, dass man sauberes Wasser verwendet, weil ansonsten wird Stadtwasser verwendet bei anderen Herstellern. Das ist Wasser, was schon mal getrunken wurde, also weil aufbereitet ist. Wir glauben, dass es ein ganz sauberes und reines Tiefenquellwasser dann.
Noch eine Zahl auf der Tonspur. Wir machen in diesem Jahr in etwa 63 Millionen Euro Umsatz mit unseren drei Marken, Sankt Anne-Marie Berlin, Dadosense und KHV. Das ist unsere Private Label Tochter. Also wir produzieren auch für andere. Wenn alles so läuft, wie geplant und wie erwartet und das Weihnachtsgeschäft so wird, wie wir uns das wünschen, steigen wir in diesem Jahr sogar mit einem höheren Umsatz aus als im Jahr 2019. Das heißt, die Krise hat uns tatsächlich, ich sag mal, wirklich stärker gemacht. Es gibt ein weiterhin steigendes Interesse und Bedarf nach natürlichen Kosmetikprodukten. Da freuen wir uns, dass da immer mehr Verbraucher in uns greifen. Ein ganz stark wertebasiertes Unternehmen. Unsere Werte spiegeln sich in unserem Handeln auch wieder. Über die Nachhaltigkeit habe ich schon gesprochen, verlege auch gleich noch ein paar Worte dazu. Persönliche und ganz langfristige Bindungsbeziehungen, ob das zu Lieferanten ist, unseren Händlern oder eben auch zu den Endverbrauchern. Alle Arbeitsplätze, Qualitätssicherung, alles hier made in the Black Forest in Schwarzwald. Wir sind recht stolz, dass wir auch wegweisende Forschung mit auf den Weg bringen. Unsere Unternehmensführung ist nachhaltig zertifiziert, also die Nachhaltigkeit der Unternehmensführung ist zertifiziert durch ein Label, das sich CSE nennt. Es steht für Certified Sustainable Economics. Das ist ein unabhängiges Institut, was tatsächlich die komplette Wertschöpfungskette des Unternehmens unter die Lupe nimmt und uns bestätigt, dass wir sehr nachhaltig agieren. Und schon seit dem Jahr 2014 sind wir klimaneutral. Unser Ziel ist es, bis 2025 klimapositiv zu werden, sprich mehr grünen Strom zu produzieren, als wir tatsächlich brauchen und diesen Strom ins Stromnetz zurückzugeben. Das ist ein kleiner Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben weltweit Fairtrade-Projekte, die wir selbst unterstützen und zum Teil auch selbst initiiert haben. Und aus diesen Projekten beziehen wir auch unsere viele unserer der schonende Umgang mit Menschen und Ressourcen ist unser oberstes Gebot. Eine Produktphilosophie, die allen zugrunde liegt, stammt von meiner Großmutter. Und sie hat mir gesagt, was ich nicht essen kann, liegt auf meiner Haut. Das ist uns bis heute geblieben. Über die Mission 2025 habe ich schon kurz gesprochen. Das ist unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Bis zum Jahr 2025 wollen wir noch besser werden, was Nachhaltigkeit angeht. Das heißt, das sind viele Bausteinchen, hier sind viele Bausteinchen. Das eine ist die Reduktion von CO2-Ausstoß an allen Ecken und Enden, wo überhaupt nur möglich. Der zweite Aspekt ist Protect Nature. Wir schützen die Natur, wo wir können und Vorreiter in Bereichen. Protect People ist uns ein großes Anliegen. Über die sozialen, ökologischen Projekte habe ich schon gesprochen, sprich, das sind zum Beispiel in Namibia gibt es ein Projekt, da bauen wir Jojoba-Öl an oder Jojoba-Pflanzen an und geben dort einem Wüstenvolk, das normalerweise keinen Zugang hat zu Arbeitsplätzen, da eine schöne Arbeitsstelle und wir ziehen aus diesem Projekt, von diesen Jojoba-Pflanzen, beziehen wir sehr hochwertiges Bio-Jojoba-Öl, was es uns anderes Beispiel für Protect Nature ist, wir arbeiten mit der Rindergewerkstatt zusammen, seit über 40 Jahren hier am Standort auch. Und dort wird auch ein Teil unserer Produkte konfektioniert, wie man so schön sagt. Reduce Waste, die Profis unter euch wissen es, Kosmetik hat immer das Thema, dass Abfall entsteht. Jedes Tiefen, jedes Wäschchen, jedes Tüpfchen ist Abfall. Wir sind sehr bemüht, die Abfälle so gering wie möglich zu halten. Das machen wir zum einen, ihr seht unten rechts ein Bodycare Körperbutter. Der Tiegel, der abgefüllt ist, hat eine ganz dünne Wandstärke beispielsweise, um eben so wenig Plastik wie möglich Entschuldigung. Ich habe kein Sehen möglicherweise. Sorry, okay. Kurzer Toncheck, ist es so besser? Ist mir eine Info geben, ich kann es leider nicht lesen und irgendwas so tun. Das ist gut so, ja. Gut besser? Okay. Genau, Reduce Waste, super, vielen Dank. Reduce Waste ist ein zentrales Thema bei uns.
in der Kosmetikindustrie. Unsere Werte spiegeln sich in unseren Produkten wieder. Wie gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Ist das eine. Das andere ist höchste Wirksamkeit und Verträglichkeit. Wir verwenden natürliche Inhaltsstoffe. Sehr hochmoderne Wirkkomplexe sind made in the Black Forest und Innovation und Forschung ist uns ein ganz großes, aber auch ein ganz wichtiges Anliegen. Naturkosmetik hat lange das Thema gehabt, ist die denn genauso wirksam wie konventionelle Kosmetik? Da ein ganz großes und deutliches Ja auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch wirksamer, ganz einfach, weil wir Füllstoffe und Trägerstoffe, die keine Wirkung haben, wie zum Beispiel Siliconöle, gar nicht erst verwenden. Wir haben unterwegs auch ein paar Auszeichnungen bekommen für das, was wir tun, ob das ein Ökotest ist. Ich weiß, über 40 sehr gute Urteile der Stiftung Warentest und Ökotest und ganz viele Auszeichnungen, Awards für unsere Produkte, aber eben auch für die Art und Weise, wie wir herstellen und wie wir wirtschaften. Wo sind wir noch aktiv? Aus dem Schwarzwald in die Welt, in über 40 Ländern weltweit sind wir aktiv. Und machen die Welt ein bisschen schöner mit Naturkosmetik aus dem Schwarzwald. So, das war das Thema Brand Heritage. Jetzt ist der nächste Punkt ist Let's Talk About Love. Und zwar über das Thema Love Brand. Was ist denn überhaupt eine Love Brand? Eine Love Brand wird definiert mit, es ist Loyalty Beyond Reason. Also Kunden sind der Marke ganz, ganz eng verbunden und tatsächlich loyal, weil sie die Marke einfach lieben. Und da gibt es auch ein ganz schönes Zitat. When dealing with people, let us remember, we are not dealing with creatures of logic, we are dealing with creatures of emotion. Es war tatsächlich ein großer Shift und ein großer Turn, den wir gemacht haben mit unserer Marke, mit dem ganzen Unternehmen. Dazu muss man wissen, wo Naturkosmetik ursprünglich herkommt. Gestartet sind wir im Reformhaus, einfach weil Reformhäuser das von natürlicher Kosmetik als erstes verstanden haben und das quasi auch in der Liebe uns verwurzeln. Wir haben uns dann aufgemacht, die neuen Vertriebskanäle aufzumachen, die Parfümerie beispielsweise. Heute sind wir in über 2000 Parfümerien vertreten. 2000 Absatzstellen in Deutschland vertreten, das sind Parfümerien, Apotheken, Parfümwarenhäuser, Reformhäuser und eben auch Online-Shops, wie man so kennt, wie Performance und Klasse dieser Welt. Wir im Sinne von meinem Bruder und ich haben es als unseren Auftrag verstanden, die Traditionsmarke, die leicht eingestaubt war, zur Love Brand zu entwickeln. Damit haben wir 2016 angefangen. Geht das denn? Wie macht man das? In a nutshell, es ist konzentrierte, aber fröhliche Arbeit in allen vier Marketing-Threes. Ich dachte, ich bringe noch ein bisschen Marketing-Theorie mit rein, damit ich dem Anspruch der Hochschule auch gerecht werde. Ich berühre die vier Marketing-Threes einmal und zeige euch einmal exemplarisch, wo und an welchen Stellen wir die Marke angepasst haben. Das erste Marketing-P ist das Thema Preis. Also es war für uns wichtig, die Premium-Preislage zu erhalten. Alle Marie-Burden-Produkte sind nicht im Mass-Market angesiedelt. Das heißt, eher in der Premium-Preislage, sprich Produkte ab 20 Euro. Also Gesichtspflege startet bei 20 Euro. Auf der Product-Ebene ist Innovation ein ganz zentrales Thema bei uns. Wir haben schon ganz viel ausgerufen, dass jedes Neuprodukt, das wir auf den Markt bringen, das sind so in etwa so 3 bis 5 in der Regel pro Jahr, muss jedes Neuprodukt braucht auch Potenzial, ein Lieblingsprodukt zu werden. Da haben wir gerade ein ganz schönes Beispiel für. Wir haben eine Naturkollagen-Serie gelauncht. Es ist der zentrale Inhaltsstoff oder Wirkstoff des Produktes ist natürliches Kollagen, was aus Balz-Mosella-Protein gewonnen wird und eben nicht wie konventionelles Kollagen aus Hufen, Haaren und Nägeln von Tieren. Also das ist eine Innovation und gleichzeitig ein absolutes Love-Brand-Produkt. Wir haben es im September eingeführt und sehen, dass die Absatzzahlen
sehr, sehr gut sind. Da haben wir das Richtige gemacht in aller schwäbischen Bescheidenheit. Mein Bruder hat 2016 das Marketing übernommen, wie das manchmal so ist im Familienunternehmen. Er fiel die damalige Marketingleiterin aus und mein Bruder ist quasi reingesprungen und hat den Bereich übernommen. Und das war wirklich gerade zu Beginn des kompletten Relaunches, des Verpackungs-Relaunches von Annemarie Berlin. Sprich, wir haben damals den Markenkern der Marke neu definiert und neu aufgestellt. Einen ganz, ganz starken Fokus auf Wirksamkeit und auf Innovation. Und damit ging einher, dass wir auch das komplette Packaging von über 270 Artikeln gelauncht haben und neu aufgestellt haben. Sprich, jedes Produkt einmal in die Hand genommen und ein neues Kleidchen gezogen. Das Thema Place ist das dritte Marketing-P. Steht für die Distributionskanäle. Wir haben uns für neue Vertriebskanäle geöffnet, ich habe es gerade schon gesagt. Der Shift vom Reformhaus in die Parfümerie war eine sehr schwerwiegende Großentscheidung, die mein Vater 2011 schon getroffen hat. Es war ein bisschen der Tanz auf dem Vulkan, weil man natürlich nicht weiß, wie reagieren denn die Händlerinnen, die Reformhaushändlerinnen, wo man über 40 Jahre fast exklusiv, 50 Jahre exklusiv drin war. Wie reagieren die denn, wenn man sich an neuen Kanälen aufmacht? Glücklicherweise ist dieser Shift geglückt und heutzutage ist der Anteil des Umsatzes in der Parfümerie deutlich höher als in den anderen. Das letzte P ist das Thema Promotion, also alles, was sich rund um Werbung dreht. Wir haben generell unsere Werbung, die früher eher, ich sag mal, etwas schwerer daherkam, versucht etwas aufzupeppen und der Slogan, der oben drüber steht, heißt, es ist keine Langeweile erlaubt. Sprich, da dürfen nur relevante und interessante Informationen drin sein. Bei uns ganz großes Thema ist natürlich die Wirksamkeit. Das heißt, wir loben ganz stark auch Wirksamkeitsstudien aus, wie zum Beispiel bei dem Naturkollagenprodukt, was ich eben angesprochen habe. Da gibt es dann Wirkaussagen mit 100% mehr Feuchtigkeit nach 2 Wochen Verwendung der Produkte. Also solche Dinge sind das, was nachher das Publikum catcht und was vielleicht auch hängen bleibt, wenn jemand in einer bunte Gala oder L Anzeige sieht. Und dann ein großes Thema, auf was ich gleich im Anschluss noch ein bisschen näher eingehe, ist das Thema Influencer-Kooperationen. Die Influencer-Kooperation ist bei uns natürlich gewachsen und organisch gewachsen. Ich glaube, das ist auch ein zentrales Thema dafür. Es ist keine gekaufte Influencer-Kooperation, wie das die Konzerne gerne machen, sondern eine echte und ehrliche und authentische Influencer-Kooperation. Und das waren explizit die Augenpads, die goldenen Augenpads, die wir zusammen mit Farina von Novalana Love entwickelt haben. Ein kleiner Exkurs zum Thema Influencer-Kooperation. Hier auf der rechten Seite seht ihr ein Bild von Farina mit den goldenen Augenpads, die einige anderen werden nicht kennen. Wir haben im Jahr 2014 tatsächlich schon angefangen, mit Farina Okoko zusammenzuarbeiten. Sie war damals noch keine Vollzeit-Influencerin, sondern hat noch in einem Modegeschäft in Köln gearbeitet. Und war damals schon großer Fan von unseren Hyaluron-Augenpads, die wir auch bis heute noch im Sortiment haben. Wir haben dann im Jahr 2019 begonnen, ein gemeinsames Produkt mit ihr zu entwickeln. Und dadurch, dass sie ein Riesenfan unserer Augenpads war und bzw. ist und Gold ihre Lieblingsfarbe ist, lag dem goldenen Augenpads einigermaßen nahe. Und da haben wir gemeinsam das Produkt entwickelt. Farina ist eine ganz authentische Influencerin. Sprich, sie teilt und empfiehlt wirklich Sachen, die sie tatsächlich auch selber liebt. Sie ist eine sehr reichweitenstarke Influencerin mit 1,5 Millionen Followern. Für alle, die im Social-Media-Business nicht täglich zu Hause sind, das ist schon eine der ganz großen Influencerinnen Deutschlands. Man spricht so ab einer Followerschaft von 250.000, von einer mittelgroßen Influencerin, alles drunter sind die sogenannten Micro-Influencer,
und dann eigentlich alle ab 1 Million sind dann wirklich die großen Influencer. Was natürlich ganz wichtig ist bei einer Influencer-Kooperation, ist eine hohe Passung mit der Zielgruppe. Man muss die Influencer natürlich so aussuchen, dass deren Follower ebenso mit unserer Zielgruppe denken, was wir sehr gut führen. Auch wichtig für den Erfolg der Influencer-Kooperation war eine ganz professionelle Durchführung der Aktion von Pre-Sale über Versand von Boxen an Influencer-Freundinnen von ihr, über natürlich die Limitierung des Produkts, waren wir da sehr dicht dran, also nur mal 3 Beispiele oder 4 Beispiele zu nennen, waren wir da ganz nah dran und haben das mit dem eigenen Team tatsächlich professionell durchgestellt. Und dann, wie immer im Leben, was braucht es noch, um erfolgreich zu sein? Glück. Manche Dinge kann man nicht steuern. Wir selber wurden völlig überrascht von dem Hype, der entstanden ist um die Augenpads. Der Hype ist real. Wir haben die Augenpads das erste Mal 2020 auf den Markt gebracht. Da hatten wir eine Reichweite von ungefähr 18 Millionen. Das heißt, 18 Millionen Leute haben die Anzeigen gesehen, haben die Stories gesehen. Wir haben die Augenpads auf, die super streng limitiert waren, auf vielfachen Wunsch von Tausenden von Menschen und Kunden wieder aufleben lassen und haben sie dieses Jahr nochmal aufgelegt und haben schon die Menge grundsätzlich verdoppelt gehabt, aber auch das hat nicht gereicht. Wir waren super schnell wieder ausverkauft, während die eine oder andere verfolgt haben. Das ging ja ab durchs Dach. Again, in aller schwäbischen Bescheidenheit. Ich bringe euch mal ein paar Influencer-Stories mit oder wer hat es denn gepostet? Wie sieht das denn nachher, sah das denn nachher aus? Ein Sami Slimani mit 1,5 Millionen Follower hat die Produkte gepostet. Eine Sylvie Mais mit 1,4 Millionen Followern. Und das waren alles unbezahlte Nennungen. Solche Posts kann man eigentlich auch nicht, können wir nicht bezahlen als mittelständisches Familienunternehmen. Wir sind, also ein Post bei einer Sylvie Mais beispielsweise von der Größe kostet so, wenn man den kaufen möchte, kostet ja 8.000 Euro. Publicity nett und freundlicherweise umsonst bekommen, einfach weil die Leute die Augenpads liefern. Hier habe ich noch jemanden mitgebracht, klar, Caro Kauer, die schwäbische Caro Dauer für die Insider, kommt aus Göppingen, auch ein Riesenfan der Augenpads, auch ein Nussbeller mit 2 Millionen Followern. Also da waren schon reicht mit dabei. Anti-Aging Augenpads Gold kann man, glaube ich, als Erfolg verbuchen. Hat uns auch extrem geholfen, um von der Traditionsmarke, die wir waren, die früher ein bisschen schwerfälliger, behäbiger daherkam, tatsächlich zu modernisieren, jung zu machen und eben genau zu dieser Love-Brand zu machen, die wir heute sind oder wo wir noch auf dem Weg dahin sind. Da würde ich sagen, dass wir da schon längst überall angekommen sind. Ich habe euch ein paar Insights gegeben, wie wir das angegangen sind. Was wichtig auch ist, auf die 4 Ps zu achten, weil man so eine Marke natürlich nur gesamtheitlich steuern kann. Wenn ich nur an einem Rädchen drehe, passiert erstmal gar nichts. Das muss schon gesamtheitlich passieren, und zwar immer aus der Definition des Markenkerns raus. Und daraus leiten sich dann alle Maßnahmen ab. Und für uns war es ein langer Weg und ein guter Weg. Wir haben zwischendrin noch den Generationswechsel vollzogen, sprich von unserem Vater zu uns. Aber glücklicherweise ist uns das auch gelungen. Und ich bin ganz happy, dass wir als Marke jünger wahrgenommen werden. Wir merken auch, die Zielgruppe, gerade die bei uns im eigenen Online-Shop einkauft, ist deutlich jünger als die im stationären Geschäft. Passt natürlich dazu, dass KundInnen wieder ändern. So, das waren jetzt kurze Impulse und kurze Insights zum Thema Love Brand und Traditionsmarke in Familienunternehmen. Das war schon von meiner Seite. Endlich Zeit für eure Fragen. Ich freue mich, eure Fragen zu beantworten. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Perfekt getimt. Das waren genau die 30 Minuten. Es hat sich viel kürzer angefühlt.
Sehr spannende Themen, die da gekommen sind. Fragen auch parallel jetzt gerne direkt an mich per Chat senden. Ich fange einfach mal an. Die letzte oder die erste Frage ist so ein bisschen am Ende schon beantwortet worden, nämlich zu der Zielgruppe. Also was zeichnet die Zielgruppe aus und damit verbunden natürlich auch, wenn man so ein Markenshift macht, wie stellt man sicher, dass die, jetzt mal die alte Zielgruppe, was sich aber nicht unbedingt aufs Alter beziehen muss, dass die nicht vergrault bleibt und der Marke treu bleibt. Ja, ganz zentrale Frage. Unsere Zielgruppe ist im stationären Handel und im klassischen Business 55 plus. In unseren eigenen Online-Channels ist sie 30. Das heißt, es ist schon eine ziemliche Spreizung für die Marke, die Marke eben auch aushalten muss. Wie schafft man es, altgediente oder die traditionelle Zielgruppe zu halten, die uns auch sehr am Herzen liegt, ganz nebenbei. Also es geht nicht darum, die alte Zielgruppe loszuwerden, sondern und jetzt machen wir alles neu und nur noch mit dem Jungen. Dann die alte Zielgruppe wollen wir natürlich behalten. Ich sag mal, die Influencer-Kooperationen und die Influencer-Aktivitäten wurden am Anfang schon kritisch beäugt. Da waren schon auch einige dabei, die gesagt haben, das macht ihr auch Influencer, das ist ja total doof. Wer macht denn sowas? Und die machen ja für alles Werbung. Aber klar, da muss man ins Gespräch gehen mit den KundInnen und haben wir auch gemacht. Und viele wurden dann, ja, wir hatten natürlich die goldenen Augenplätze auch in den Stores und in stationär zu kaufen. Und da kamen dann einfach ganz viele rein und haben gesagt, so, ich habe gehört, ihr macht da was mit Farina. Also kenne ich jetzt nicht, aber alle finden die Augenplätze cool. Habt ihr die auch? Also das wurde dann so ein bisschen so ein Selbstläufer. Aber tatsächlich, und das ist auch noch ganz wichtig, die größte Zielgruppe, beziehungsweise den größten Umsatzanteil machen wir nach wie vor mit der 55 plus Zielgruppe. Einfach weil es ist eine ganz, ganz loyale Zielgruppe, die auch regelmäßig Gesichtspflege kaufen. Das heißt, das Thema Gesichtspflege, da haben wir uns das Wasser nicht abgegraben, sondern haben quasi ein neues Feld erschlossen über die Augenplätze. Die nächste Frage ist auch so ein bisschen schon angeklungen. Da geht es um das große Thema D2C, Direct to Customer, und zwar auch im Vertrieb. Bislang läuft der Vertrieb ja zweistufig, wenn ich das richtig verstanden habe. Also erstmal an ganz klassisch an Fachhandel und von dort weiter oder über einen Online-Handel. Die Frage ist jetzt, welche Rolle spielt ein direkter Shop? Ich habe jetzt verstanden, also gibt es offensichtlich schon. Und wie passt das in die anderen Kanäle? Und ich schiebe selbst eine Frage hinterher. Bitte. Das Interessante ist da ja meist, dass man eben viel besser interagieren kann. Also welche Instrumente stehen da zur Verfügung? Mir aufschreiben, dass die Fragen. Wie passt der eigene Online-Shop zu den Kanälen? Klar, die klassische Angst des Handels ist, dass der Hersteller jetzt anfängt, einen eigenen Online-Shop aufzumachen und dann tatsächlich in Konkurrenz tritt mit dem Händler. Das sehen wir nur bedingt. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir über verschiedene Vertriebskanäle und die verschiedenen Plattformen auch verschiedene Kunden abgreifen. Es geht auch heute nicht mehr ohne einen eigenen Online-Shop als Konsumgüterhersteller. Geht nicht mehr. Wir legen einen ganz großen Wert bei uns auf viel Information zu den Produkten, viel Information zu den Marken, was ein Händler so in der Form gar nicht darstellen will und auch gar nicht kann. Das heißt, da ist unser Schwerpunkt, sage ich immer, Brandbuilding. Und ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Preis. Wir treten nie in den Preiswettbewerb mit unseren Händlern. Das heißt, auf unserer Website gibt es die UVPs. Ja, wir haben auch Sonderaktionen für Newsletter-Abonnenten und mal zeitlich limitierte Aktionen. Aber die Rabattierung findet bei uns eben nicht statt. Und um Ihre Frage noch mit aufzunehmen, Thema Interaktion. Ja, Interaktion über die eigene Website oder über den eigenen Store auch super wichtig.
Vor allem, da kommt das Thema CRM, also Customer Relationship Management mit auf. Wir wissen über unseren eigenen Store natürlich viel besser, wer unsere Kunden sind und können unseren Content viel, viel gezielter auf unsere Kunden natürlich anpassen. Wenn wir wissen, unsere Kunden sind um die 30, dann ist da natürlich ein anderer Content zu finden als für Kunden, die jetzt über 70 wären oder unter 20. Das ist vollkommen klar. Vielen Dank. Die nächste Frage geht nochmal auf die Social Media Kampagne ein, die ja sehr gelobt wurde, war offensichtlich das richtige Pferd. Ich lese jetzt vor, was mich interessieren würde. Wie wurde der Markenerfolg verschiedener Maßnahmen gemessen? Ging das ausschließlich über Sales oder gibt es weitere KPIs? Ja, ganz, ganz wichtig. Da gibt es immer ganz viele KPIs. Klar, ein KPI ist natürlich der Umsatz. Wie erfolgreich sind wir da mit unserer Planmenge, also mit unserer Idee, was wir ursprünglich geplant hatten, im Vergleich zum tatsächlich getätigten Ist-Umsatz. Das ist natürlich eins. Anderes Thema ist die Reichweite. Wie viele Leute haben tatsächlich die Produkte gesehen oder auch Produkt, also viele Impressions, wie es so schön heißt, hatte man mit den organischen Posts, aber eben auch mit Werbung, die wir draufgeschalten haben. Dann gibt es eine Conversion Rate, die sich auf die Ads bezieht. Also man schaltet eine Werbung bei Instagram und danach kommt die Auswertung, wie viele Leute haben es gesehen, wie viele Leute haben drauf geklickt und wie viele Leute haben danach gekauft und wie viele Leute haben wie viel danach gekauft, also wie groß war der Warenkorb. Und Warenkorbgröße spielt da eben noch eine Rolle. Wenn wir in unseren eigenen Shop schauen, welche anderen Produkte wurden gekauft mit den goldenen Augenpads zusammen und wie groß waren da die Warenkörbe? Die Augenpads selber kosten 23 Euro. Der durchschnittliche Warenkorb lag allerdings bei 78 Euro. Also es sind, ich sag mal, die goldenen Augenpads sind oftmals das Einsteigerprodukt. Und wenn die Leute da sind, sich mit den Produkten auseinandersetzen und beschäftigen, sagen sie, ach, nehme ich auch noch mit, kaufe ich mal dies und das noch mit dazu. Und das ist noch was, was wir müssen. Natürlich, wie viele Follower wir auf unserer eigenen Seite haben, das sind wir auch ganz gut durchgestartet. Ehrlicherweise, ich hoffe, ich mal parallel, wie viele Follower wir haben. Wer zuhört, darf uns auch gerne folgen. Dann haben wir noch ein paar mehr. Heute haben wir 43.500 Follower auf unserer Seite. Da war natürlich, als wir angefangen haben 2016, da waren wir bei 2.000. Also da ist auch echt viel passiert. Natürlich nicht nur aufgrund von den Augenpads, die haben natürlich irre geholfen, weil ganz, ganz viele Follower, ganz viele Influencer über die Produkte gesprochen haben. Ich beantworte das die Frage, sorry, das waren jetzt ganz viele KPIs, aber das ist natürlich der Realität. Das war ein ganz bunter und holistischer Strauß, den man sich da anschauen müsste, um eben nicht nur singulär eine Dimension zu messen. Ich denke ja. Dankeschön. Die nächsten beiden Fragen lese ich mal zusammen vor, weil sie zusammenhängen. Also erstens, was sind die Hauptlieferländer für Rohstoffe? Und zweitens, gibt es Pläne in Richtung Biokosmetik? Länder und die Hauptlieferländer, also verstehe ich als Länder, die wir liefern oder aus denen wir Rohstoffe beziehen? Zweiteres. Okay, aus denen wir Rohstoffe beziehen. Wir beziehen überwiegend Rohstoffe aus Europa tatsächlich, weil wir schauen ganz stark auf den Product Carbon Footprint, also wie viel CO2 entfällt tatsächlich bei der Herstellung des einzelnen Produktes und zwar von Feld bis zur Recyclinganlage. Und da ist es uns ein großes Anliegen, dass wir eben allein schon für die Transportwege vom Feld oder vom Lieferanten bis zu uns in den Schwarzwald, dass da keine irren Emissionen anfallen. Und das lässt sich einfach dadurch vermindern, schon per se, wenn man aus Deutschland bezieht oder aus Europa überwiegend bezieht. Kam uns übrigens in der Corona-Krise sehr zugute, weil als international der Schiffverkehr lahmlag oder auch Thema Suezkanal verstopft, das war es einigermaßen egal, weil wir eben ganz viele Rohstoffe und auch Packmittel, also von Tuben, Flaschen, Tiegel, was es nicht alles gibt, beziehen wir einfach ganz viel aus Europa.
Die zweite Frage, gibt es Pläne für Biokosmetik? Ganz wichtig, wir sind Naturkosmetik. Was heißt Naturkosmetik? Heißt vor allem, was ist nicht drin? Die Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe, keine Silikone, keine Erdölderivate, also all diese Dinge sind natürlich nicht drin, Thema Tierversuche sowieso ausgeschlossen. Und ganz, ganz viele Rohstoffe, die wir verwenden, sind in Bioqualität oder in Demeter-Qualität oder in Fairtrade-Qualität. Wir gehen einen Schritt weiter, statt zu sagen, wir zertifizieren die einzelnen Produkte auf Bio. Also wir kaufen nur Bio-Rohstoffe ein und damit haben wir unseren Zoll erfüllt. Den Ansatz haben wir nicht. Wir gehen weiter und sagen, das ganze Unternehmen muss nachhaltig wirtschaften. Das heißt, wir zertifizieren das ganze Unternehmen und die ganzen Tätigkeiten, die wir als Unternehmen tun, eben von Produktion hier am Standort über den Einkauf der Rohstoffe und Packmittel international, über die Anfahrt der Mitarbeiter zu uns zum Standort und so weiter. Also Biokosmetik ist mir und uns zu kurz gesprungen. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit und Naturkosmetik mehr ist als nur die Zertifizierung der einzelnen Rohstoffe, die reinkommen, sondern das ganzheitlich ansehen, ganz wichtig, weil das Ziel, was wir haben und alle verfolgen, ist die Erreichung des 1,5 Grad Klimaziels. Und das geht eben nicht über Biokosmetik, also über Bio-Inhaltsstoffe, sondern nur über die gesamte Nachhaltigkeit des Unternehmens. Die nächste Frage geht so ein bisschen weg von dem Thema Marketing und Produkt, sondern zurück zum Gesamttitel der Serie, das Ländle. Was viele ja als Problem sehen, ist insbesondere, je weiter draußen Einzelfirmen angesiedelt sind, die Mitarbeitergewinnung. Wie gelingt das in Calw im Schwarzwald, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu finden und auch zu halten? Gute Frage. Wir sind tatsächlich nicht der Nabel der Welt. Ist natürlich anders als ein Esslinger, gell? Ein Esslinger ist schon ein bisschen in der Großstadt. Da ist die Konkurrenz dafür größer. Das ist nämlich auch ein Bermuda-Dreieck zwischen Bosch, Smart und Porsche und wie sie nicht alle heißen, ganz, ganz viele Hidden Champions, die hier auch im Schwarzwald sind. Was uns tatsächlich sehr hilft, ist das Thema Digitalisierung, dass die MitarbeiterInnen nicht mehr hier in Calw sitzen müssen, sondern eigentlich von überall her arbeiten. Eigentlich seit, weiß nicht, anderthalb Jahren suchen wir nur noch Leute, die mobil arbeiten, also natürlich in den Bereichen der Verwaltung, in der Produktion, in der Herstellung geht es nicht, da muss man physisch vor Ort sein, logischerweise. Aber das hat uns tatsächlich sehr geholfen, sehr hochqualifizierte MitarbeiterInnen zu finden. Und wir haben in Stuttgart ein Büro aufgemacht. Und im Stuttgarter Office kann man auch sitzen und arbeiten. Und auch das hat vielen geholfen, ihrem Herzchen einen Stoß zu geben, zu sagen, ja, auch wenn das Unternehmen in Calw sitzt, eine Stunde oder dreiviertel Stunde weg von Stuttgart, ich kann im Alltag, kann ich in Stuttgart sitzen und muss nur alle zwei Wochen mal nach Calw fahren und den weiteren Reiseoffice auf sich nehmen. Gut, vielen Dank. Dann eine letzte Frage noch aus dem Publikum, nämlich welche Tipps haben Sie denn jetzt nach den ersten Jahren oder ersten Jahrzehnt gut im Berufsleben an Absolventinnen und Absolventen? Das ist spannend. Ich glaube, dass es ganz, ganz zentral ist, eine Branche für sich zu finden, die einen begeistert. Weil der Berufsalltag ist nicht immer nur Love Brand und nicht immer nur schöne Vorträge bei Hochschulen, sondern es sind auch Schweiß und Tränen kommen immer wieder vor. Und da ist es einfach ganz zentral, dass man in einer Branche arbeitet, die man liebt. Und auch für ein Unternehmen arbeitet, was man liebt. Sonst glaube ich, dass man zu viel Energie auf der Straße verliert, um sich für die Themen zu begeistern und sich jeden Tag 100% zu geben. Und das braucht es am Ende des Tages für all diejenigen, die Karriere machen wollen. Da muss man nun mal outperformen und overperformen. Und erfahrungsgemäß geht das besser, wenn man
richtig große Leidenschaft hat für das, was man tut. Und das ist immer leicht gesagt, wenn man das gefunden hat. Und es ist super schwer, wenn man in der Hochschule ist und sich fragt, so, was soll eigentlich danach passieren? Also Frage, wie findet man seine Leidenschaft? Ich glaube, wenn man sich selbst beobachtet, findet man schon ganz viel raus. Die einen haben eine Vorliebe für Pferde, die anderen haben eine Vorliebe fürs Gaming, die nächsten haben eine Vorliebe für Kosmetik und die dritten für Autos, oder die vierten für Autos. Also glaube schon, dass man seinen eigenen Passionen schon genau zuhören darf, um da den richtigen Weg für sich zu finden. Vielen Dank für die motivierenden Worte auch an unsere gesamte Zuhörerschaft. Vielen Dank für den interessanten Vortrag, Frau Lindner, der in der letzten Frage fast schon perfekt überleitet auf die nächste Woche. Unsere Vortragsserie geht weiter mit einer ganz anderen Branche, falls da jemand noch am Zweifeln ist. Und das Stichwort auch schon gut. Nächste Woche schauen wir uns Transformation in der Automobilbranche an. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist, dass ich unseren Sponsoren nochmal danke. Wir werden unterstützt von der Gips-Schüle-Stiftung, von der Friedrich-Naumann-Stiftung und von der Stiftung der Kreissparkasse in Esslingen. Nach dem Vortrag, wenn Sie das Fenster schließen, bekommen Sie gleich noch ein Pop-up. Bitte nicht wegklicken, das ist keine fiese Werbung, sondern unsere Umfrage. Die kann man in 2 Minuten ausfüllen. Das interessiert uns, wie es Ihnen gefallen hat. Und gerne wiederhole ich, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, gleiche Uhrzeit, gleicher Kanal und schauen Sie sich auch die anderen Vorträge an. In diesem Sinne, schönen Abend allen. Dankeschön an die Runde. Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend zusammen. Ciao.